öffnen Sie die Markhöhle am höchsten Punkt des Humeruskopfes mit der Ahle zentriert und parallel zur Schaftachse. Den Markraum aufbohren und den Führungsstab an Ort und Stelle lassen. Setzen Sie die Resektionslehre für die rechte oder linke Seite zusammen. Verwenden Sie die um 155 Grad abgewinkelte Schieberresektionslehre. Stellen Sie die gewünschte Retroversion ein, indem Sie den Peilstab oder den Kirschnerdraht am Unterarm ausrichten. Verwenden Sie den Tastfühler zur Feinabstimmung der Retrotorsion und Resektionshöhe gemäß den anatomischen Gegebenheiten. Setzen Sie zwei 3,2 mm Pins durch die vorgebohrten Löcher ein. Entfernung aller Instrumente bis auf den Sägeblock. Verwenden Sie allenfalls den Tastfühler erneut, um Resektionshöhe und Retroversion noch einmal zu überprüfen. Resezieren Sie den Humeruskopf durch den Schlitz des Schnittblocks. Sollte eine Nachresektion notwendig sein, übertragen Sie den Schnittblock über die proximalen Löcher auf die Pins und sägen Sie erneut. Entfernen Sie alle Instrumente und überprüfen die Höhe des Humerusschnitts. Setzen Sie die Retrotorsionslehre ein und verwenden die lateralen und medialen Schlitze, um die korrekte Ausrichtung der Raspel zu markieren. Arretieren Sie die Raspel fest im Setzinstrument. Schrauben Sie den Peilstab in das Loch, das der gewünschten Retroversion entspricht. Richten Sie den Peilstab parallel zum Unterarm aus. Raspeln Sie die Markhöhle schrittweise auf. Die richtige Tiefe ist erreicht, wenn die Lasermarkierung auf dem Setzinstrument mit der Resektionsebene übereinstimmt. Mit der Humerusfräse 1 wird über die liegende Raspel der proximale Anteil des Schaftes gefräst. Zum Abschluss der Humeruspräparation die Raspel entfernen und den metaphysären Hohlraum mit der Humerusfräse 2 fertig fräsen. Schrauben Sie den Führungsbolzen auf den entsprechenden Inversschaft oder einen Testschaft. Sperren Sie den Schaft fest in das Setzinstrument und setzen ihn in den Humerus ein. Entfernen Sie das Setzinstrument und den Führungsbolzen. Verwenden Sie eine Abdeckscheibe, um die humerale Resektionsfläche und das Implantat während der Präparation des Glenoids zu schützen. Richten Sie die K-Drahtlehre am unteren Rand des Glenoids aus und setzen den Kirschnerdraht ein. Es steht eine 0-Grad- und eine 10-Grad K-Drahtlehre zur Verfügung. Über den Kirschnerdraht wird der modulare Glenoidfräser eingesetzt. Fräsen Sie das Glenoid. Bleiben Sie im subchondralen Knochen. Mit der Glenoidfräse 42 werden knöcherne Vorsprünge entfernt, die sonst ein Snap-in der Glenosphäre verhindern könnten. Um die Zapfenlöcher vorzubereiten, schieben Sie die Metaglen-Bohrlehre über den Kirschnerdraht. Verwenden Sie den Metaglen-Bohrer. Setzen Sie den Fixationszapfen ein, um Rotation der Lehre zu verhindern. Bohren Sie das zweite Verankerungsloch. Schrauben Sie den Adapter auf den Einschläger und setzen Sie die Metaglen auf den Adapter auf. Mit sorgfältig kontrollierten Hammerschlägen wird die Metaglen implantiert, bis sie auf der resezierten Glenoidoberfläche flach aufliegt. Halten Sie die Bohrlehre in die Schraubenlöcher in der Metaglen und bohren Sie die Löcher für die Schrauben parallel oder leicht konvergent zu den Zapfen der Metaglen. Die Schrauben können mit einer Winkelfreiheit von plus minus 8 Grad ausgerichtet werden. Messen Sie die Tiefe der Löcher mit dem Tiefenmessgerät LC, um die geeignete Schraubenlänge zu bestimmen. Die beiden Schrauben mit dem Schraubendreher T20 einsetzen und im Wechsel anziehen. Analoges Einbringen der superioren Schraube. Die superiore Schraube kann mit einer Winkelfreiheit von plus minus 10 Grad zu der neutralen Achse von 20 Grad gerichtet werden.
Die superiore Schraube muss mit der Kappe arretiert werden, um den gewünschten Schraubenwinkel zu verriegeln. Richten Sie die Verriegelungskappe mit der neutralen Schraubenausrichtung von 20 Grad und der konkaven Seite der Schraube zugewandt aus. Ziehen Sie die Kappe mit dem Drehmomentbegrenzer bis zum Klick an. Die Testglenosphäre kann für eine Probepositionierung montiert und gesichert werden. Legen Sie das Test-Inlay ein. Führen Sie die Repositionierung durch und überprüfen die Funktion. Nachdem Sie die Größen der Glenosphäre und des Inlays gewählt haben, setzen Sie die endgültige Glenosphäre auf die Metaglen. Schrauben Sie die Metaglen-Montagestange ein und schrauben Sie den Glenosphäreneindrücker über die Metaglen-Montagestange. Dadurch rastet die Glenosphäre auf der Metaglen ein. Überprüfen Sie die vollständige Verbindung zwischen Glenosphäre und Metaglen. Der obere Ausschnitt der Glenosphäre muss mit der Metaglen bündig sein. Schließlich schrauben Sie die Fixationsschraube ein, um die Glenosphäre zu sichern. Entfernen Sie das Test-Inlay mit dem Inlay-Extraktor. Setzen Sie das Inlay ein. Es ist darauf zu achten, die seitliche Lasermarkierung des Inlays genau mit der Schaftmarkierung zur Deckung zu bringen. Die endgültige Fixierung des Inlays wird durch einen kräftigen Hammerschlag auf den Einschläger in axialer Richtung erreicht. Führen Sie die Repositionierung durch und überprüfen Sie die Funktion.